Samsung hat da eine Konsole rausgebracht? Vernünftig mit seinen Freunden chatten. Was? Dieses Gerät habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn, Alter? Ach ja, Leute, an der Stelle, ich lese immer wieder mal sowas wie: Hey, Zio, immer wenn ich deine Einspieler-Edits oder sonstige Spielereien sehe, bekomme ich selber mal Bock, einfach mal Videos zu machen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich sowas kann, weil ich kenne mich gar nicht mit Programmen und sowas aus. Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ab jetzt gibt es Filmora 12 von Wondershare. Ich empfehle das Programm gerade für Anfänger, weil man sich einfach super schnell da zurechtfindet. Und trotzdem hat das Programm alle wichtigen Tools, die man für die Videoerstellung braucht. Zum Beispiel die Draw-Mask-Funktion, bei der man komplexe Formen ausschneiden kann, um sich zum Beispiel halt zweimal im Bild zu haben. Das ist perfekt so für Selbstgespräche, wie ich es halt eben auch manchmal in meinen Videos habe. Oder eben die Keyframe-Funktion, die lässt sich jetzt eben auf alle möglichen Parameter anwenden, wie zum Beispiel Farbkorrekturen. Also einfach bei Sekunde 1 100% Farbsättigung, bei Sekunde 2 dann eben 0% Farbsättigung und schon kann das Programm halt eben automatisch die Bereiche dazwischen berechnen. Und jetzt gibt es endlich auch die Anpassungsebene, auf der man eben alle Effekte anwenden kann. Und eben alle Clips, die sich unter dieser Ebene befinden, bekommen halt eben diese ganzen Effekte versehen. Spart halt eben super viel Zeit, weil dann muss man nicht mehr auf jeden Clip die Effekte einzeln anwenden, sondern kann einfach die Ebene halt überall drüber schmeißen, wo es gern hätte. Und auch AI-Technologie kommt nicht zu kurz mit dem AI Audio Stretch Tool. Mit diesem kannst du eben deine Hintergrundmusik an die Länge deines Videos anpassen und sparst halt eben so auch wieder ultra viel Zeit. Und das waren jetzt nur ein paar Funktionen, also ihr merkt schon, das Programm ist schnitttechnisch super hochwertig und dafür halt einfach ultra günstig. Klick also jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir Filmora 12 von Wondershare. Es gibt, by the way, auch eine Testversion, wer einfach mal so ein bisschen rumprobieren möchte. Und schickt mir auch super gerne mal eure ersten Versuche. Ich bin echt gespannt, was ihr da so zusammenzaubert. Leute, willkommen zu einem ganz besonderen YouTuber namens Ulti. Der macht so süße, sag ich mal, so Gaming-bezogene Videos, so ein bisschen ja, Geschichte über Videospiele und Co. Und hier ein neues Video von ihm, einen Tag hochgeladen. Die einzigartige sechste Konsolengeneration. Ich sag jetzt mal auf dem Cover, ich kenne diese Konsolen nicht. Das hintere sieht aus wie eine komische PlayStation oder Dreamcast. Das sieht aus wie eine ziemlich komische GameCube. Und das sieht aus wie Nintendo DS, bloß irgendwie vollkommen hässlich. Ich kapier's nicht. Ich schau mal rein. Los geht's, hopp. Meinen überaus vertrauenswürdigen Analytics nachzuurteilen, sollten die meisten hier mit der sechsten Konsolengeneration aufgewachsen sein. Es ging doch nichts darüber, morgens aus seinem Bett aufzustehen und eine Runde Psychonauts zu ballern. Ich muss sagen, das war generell so eine geile Zeit. Also bei mir ist sogar die Generation davor, also 64 und PlayStation 1 war meine Generation als Kind. Das war so geil, irgendwie samstags morgens irgendwie aufzustehen. Erstmal so Fruity Loops in eine Schüssel, dann die Milch drauf, Löffel rein. Ab ins Wohnzimmer mit einem großen C, hab mir so die PlayStation angemacht, dann einfach hingehockt und dann so, wenn das Intro läuft, gerade schon so ein bisschen das Mampfen angefangen, Controller schon mal hingeschoben, so, Mann, waren das noch Zeiten. Da war es so egal, du wusstest einfach, ey, boah, so ein Wochenende dauert ja ewig, die sind ja über 50 Stunden, bis ich wieder in die Schule muss, wow, hab ich jetzt viel Freizeit, so, das wusste man damals, dass das einfach so ein Wochenende ewig dauert. Mann, kann ich jetzt viel zocken, wie geil ist das denn? Oh, das waren noch Zeiten, oh mein Gott. Wir wagen heute nochmal eine Reise in diese Zeit und schauen uns die Konsolen an, die vielen in der Kindheit begleitet haben, aber auch welche, die eventuell eher unbekannter sind. Fangen wir direkt an. Viel Spaß! Diese Generation an Konsolen zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie zur 2000er-Wende stattgefunden hat. War ich 10 Jahre alt schon. Alles sollte damals auf Kram futuristisch sein und das zeigt sich auch im Design so mancher Konsolen. Guckt euch allein die erste Xbox. Aber sie war geil. Die Controller waren zwar, aber sie war stark, weil man konnte schon normale CDs einlegen und ich weiß, könnte PlayStation auch schon Musik abspielen, aber Xbox hatte zum ersten Mal eine Festplatte verbaut, man konnte Songs auf die Konsole laden und anhören ohne CD. Das fand ich beeindruckend. An. Diese Konsole schreit Zukunft. Der Controller war nicht absolut hässlich, er war seiner Zeit einfach voraus. Es hat vor allem eine schwarze und weiße Taste. Ein Grund, dass ich diese Konsole hier als erstes nenne, denn das Teil hat mehrere Dinge eingeführt, die nach dieser Konsolengeneration als selbstverständlich gelten sollten. Sie war die erste Konsole mit einer integrierten HDD, sprich einer Festplatte, die Spieldaten und herunterladbare Inhalte speichern konnte. Jawohl. Davor war es üblich, dass alles entweder auf dem Spielmodul selbst gespeichert wird oder, was charakteristisch für diese Generation ist, die externen Memory Card. Memory Card, die 8MB war ja noch schön. Aber es gab welche, da konntest du maximal so 9 so Spielslots speichern. Manche Games haben 4 oder gab Thrill Park World? Irgendwie hieß das Game, hat sogar 5 verbraucht. Dann musste man ein Spiel schnell löschen, um andere zu speichern. Und das war dann schon irgendwie so, oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Ein Klassiker, die kleinen Teile zu seinen Freunden mitzunehmen, um dort mit seinem GTA-Spielstand zu flexen, wo eh alles gecheatet war. Außerdem war die Xbox die erste Konsole, die mit Xbox Live einen richtigen Internetdienst für ihre Konsole angeboten hat, aber glaube ich damals keiner genutzt.
geboten hat. Streng genommen gab es schon davor Konsolen mit Internetzugang, wie die Sega Saturn und dem Netlink oder Apples eigene Konsole aus den 90ern, die miserabel gefloppt ist. Die Xbox hat es jedoch an die große Masse gebracht. Der Service hat uns Sachen gezeigt, die für uns heutzutage selbstverständlich sind, wie eine Freundesliste oder Voice-Chat, damals aber übel innovativ für eine Heimkonsole. Konsolen späterer Generation haben sich genau dieses Modell angeeignet und heute gehört es quasi. Nintendo war da ja sehr langsam, was es angeht, also PlayStation ist sehr schnell nachgezogen. Bei PlayStation 3 war das ja auch schon ganz legitimes Zocken. Quasi schon zu einer Konsole dazu, einen passenden Internetdienst zu abonnieren. Danke Xbox für dieses Geschenk. Trotz dieser Innovation, die den Langzeittest auf jeden Fall bestanden haben, konnte die OG Xbox nur den zweiten Platz dieser Generation belegen. War was Starkes, weil es war die allererste Einstieg von Microsoft. Einfach mal so rein da ins Game. Nintendo und PlayStation, ne, weißt schon, was da reinkommt jetzt hier. Die hatten ja schon Vorreiter. Das war ja da schon PlayStation 2 und GameCube. Genau, das war ja sozusagen dieselbe Generation. Und da hatten die ja GameCube, da hatten die N64, die Super Nintendo, die erste Nintendo. PlayStation hatte ja die PlayStation 1 und PlayStation 1. Die anderen großen Vertreter gucken wir uns jeden Moment an, aber vorher die Konsolen, die etwas zu wenig Liebe bekommen haben. Der Nuon ist ein DVD-Player, der upgegradet wurde und auch Spiele abspielt. Samsung hatte eine Konsole rausgebracht. Kann. Er besitzt krasse Extra-Features, wie in Filmen ranzoomen zu können oder wie gesagt diverse Games zu spielen, aber es gibt da einen Haken. Man muss extra für das Gerät entwickeln, um diese Features nutzen zu können. Es gibt original 4 Filme und 8 Spiele, die davon Gebrauch machen und keines davon ist wirklich gut. Ergo, es hat niemanden interessiert und das Konzept ist gefloppt. Die Xavix war eine Konsole für alle fetten Wichser da draußen, nämlich war es eine Fitness-Konsole auf Motion-Control-Basis. Noch lange vor Zeiten von Wii. Hat der gerade fetter gesagt? Das ist Body-Shaming. Ich fühle mich gemobbt und die Body-Positive-Bewegung wird dich kreuzigen. Die Fit wurde versucht, die Leute spielerisch zum Sport zu animieren. Die Controller der Spiele waren immer verschiedenen Sportarten nachempfunden. Es gibt beispielsweise Tennisschläger oder Golfschläger. Man hört von dem Kasten nicht oft, weil es nicht wirklich konkurrenzfähig war. Das Teil hatte teilweise 10 Jahre alte Hardware verbaut und wurde irgendwann für nur $20 angeboten. Und trotzdem wollte es niemand kaufen. Oh nein. Steinigt mich, aber je mehr Videos ich mir vom Xavix angucke, desto cooler finde ich es. Es gibt eine fucking Bowlingkugel dazu. Hallo? Etwas begehrter war da wohl doch der Panasonic Cube. Das ist doch der GameCube-Controller. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, die GameCube hatte noch mal so einen Erweiterung gekriegt. Der Panasonic Q ist streng genommen keine eigene Konsole, sondern einfach nur ein GameCube mit DVD-Player und einem coolen Chrom-Design. Das Ding bei dem Teil ist, dass er damals nur in Japan rausgekommen ist, für knapp 2 Jahre auf dem Markt war und damals nicht wirklich oft verkauft wurde. Heutzutage ist der Würfel also ein richtiges Sammlerstück und geht für teilweise geisteskranke Summen über die Theke. Mein Ziel ist es, eines Tages auch einen zu besitzen. Es ist quasi mein Millenniums-Puzzle. Reden wir jetzt aber über die großen Player. Der originale GameCube ist legendär. Das ist so eine Konsole, die heutzutage jeder liebt, aber damals keinen Schwanz haben wollte. Die ist ja auch gefloppt scheinbar. Und ich bin so, wirklich? Ich fand die GameCube damals war eine geile Konsole. Controller, ganz ehrlich, viele loben den. Nein, streng genommen ist der Controller total dämlich und scheiße. Weil der gelbe Stick, der ergibt keinen Sinn. Also du brauchst 2 Sticks, das ist wichtig. Hat der DualShock-Controller schon viel früh rausgefunden und Xbox auch. Und 2 ordentliche Sticks. Also der gelbe Stick, der war bescheuert für Ego-Shooter und so weiter. Ne? Aber klar, für Mario-Spiele absolut ausreichend natürlich. Oder für Smash Bros. Und so weiter. Es ist quasi wie ein guter Wein, der erst reifen musste. Er hat sich knapp schlechter verkauft als die Xbox und ist somit auf Platz 3 in der Generation. Er hatte zwar weniger Features als die Konkurrenten und keine richtigen CD-ROM und keine Online-Verbindung und kein DVD-Player, aber er hatte Pokémon XD. Was ich nicht mochte. Ich war sehr enttäuscht. Also, es ist super geil. Ja, Pokémon XD kenne ich gar nicht mehr. Kolosseum hat gerade im Kopf. Fand's so schade, dass man bei Pokémon Kolosseum nicht eine Wiese einfach Pokémon so fangen konnte, wie man mochte. Man konnte nur so Pokémons klauen von anderen Spielern und die dann entkryptisieren irgendwie und dann konnte man sich auch ganz normal leveln. Aber fand ich alles ein bisschen schade. Außerdem, jokes on you, man konnte online spielen und es gab sogar den GameCube-Tastatur-Controller, um vernünftig mit seinen Freunden chatten. Was? Dieses Gerät habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn, Alter? Zu können. Es gab super viele coole Spiele für die Konsole und ich werde sie für immer lieb haben. Die Dreamcast war Segas letzte Konsole und hat quasi ein Sterben-Speedrun hingelegt. Sie ist Ende 1999 bei uns rausgekommen und mein Nachbar hatte die sogar. Wurde 2001 bereits wieder eingestellt. Wow. Aber Sega war eigentlich voll, das hat nicht eure Generation, ne? Aber wenn ihr den Soundtrack von Star Fox euch reinzieht. Grafik ist scheiße, ja.
klang geil damals. Ich war voll so, wow, die Mucke ist gut. Weil das war ja so die Nintendo-Zeit, so Super Nintendo und PlayStation gab es damals noch gar nicht. Also es ist ja uralt, es ist ja noch vor der 64 und so. Aber dafür, die klangen damals geil. Also man hat da alles rausgeholt, was Mucke angeht. Und da war ich schon beeindruckt. Ich war so, weil davor klang ja alles so Gameboy-Musikmäßig, ne? Also diese 8-Bit-Musik. Und hier so mit Rock im Hintergrund. Aber ja, nur so, wie wir gezeigt haben. Also die Sega, schade, dass die gefloppt ist, weil die hatte eigentlich schon ein paar gute Ideen. So. Aber es war halt, die hätten weitermachen müssen. Ja, aber einfach weg. Bisschen zu Unrecht, wie ich finde, weil die Dreamcast einfach eine übel charmante Konsole ist. Es gab durchaus gute Spiele für das Gerät und alles drum und dran hatte einfach so einen coolen Vibe. Ist das auch ein Sega-Game? Sieht fast so krass aus. Oder war ich bei der alten Sega? Vibe. So ein bisschen mit in den Untergang gezogen hat. Nee, Star Fox gab es auch für die Sega. Da waren generell früher war Star Fox auch kein Nintendo-Titel. Das gab es für beide Konsolen. Bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, auf der Switch gibt es sogar einen Sega. Und da kann man auch Star Fox spielen auf Nintendo Switch sogar. Aber ich weiß gar nicht. Vielleicht nehme ich auch 2000 Fenster. Hat die Konsole halt den allgemein nicht gerade guten Ruf von Sega, den sie sich in den Generationen davor hart verdient haben. Ich werde dich aber für immer in Ehren halten. Wer hat Scheiße gelabert, tut's mir leid. Nützt aber alles eh nicht, da die gesamte Generation quasi komplett von der PlayStation 2 eingenommen wurde. So sieht das Podest aus. Ja, PlayStation 2 war natürlich krass. Die wurde heftig verkauft. Wo ich sagen muss, tatsächlich, jetzt kommt mal mein Ding her. Ich hatte alle drei Konsolen, habe ich gehabt. Bei alle drei Konsolen hatte ich locker 20, 30 Spiele. Am besten fand ich die GameCube. Die war der Oberhammer, weil Smash Bros. War geil, Mario Sunshine war super und ich glaube, die Galaxy-Spiele waren ja auch noch da und so. Generell gab es ja sehr viele Spiele für GameCube, die super, was super war. Ich mochte die James Bond-Titel. Ich hatte so viel gespielt auf GameCube. Xbox hatte auch gute Titel. Halo natürlich. Ich habe da so ein Kampfspiel auch gezockt. Das hat mega Spaß gemacht. Und generell hat es geile Ego-Shooter-Spiele gehabt und so. Und PlayStation 2 hat für mich so abgelost. So, ich mochte keine Rennspiele, ich mochte keine Sportspiele. Dann war Sony für mich schon fast halb tot. Es kam gerade mal Killzone raus, das war nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich sehr gut als Shooter. War Halo 1000 mal besser. Tekken 4 war schon kacke. Tekken 5 wurde auch nicht besser. Tekken 3 war viel besser. Also auch die alte Konsole war. Also die PlayStation hat mich nicht abgeholt tatsächlich. Ich fand diese Konsolen besser und die GameCube war bei mir Platz 1 sogar. Aus, aber eigentlich sollte es so aussehen. Die Zahlen sprechen. Die Disk bei der Xbox, da geht hier ein Fach auf wie ein Laufwerk beim Rechner und legt man ein. Bei der PlayStation ging auch hier so ein Laufwerk raus und hier die Klappe geht wieder auf. Sprechen für sich und das nicht zu Unrecht. 158 Millionen. Wirklich jeder konnte sich eine PlayStation 2 kaufen, weil es jedes Spiel für die Konsole gab. Kinder konnten irgendwelche Lizenzspiele von THQ genießen, Teenager hatten Spaß mit GTA und Erwachsene konnten diverse Shooter oder. Ich glaube aber, GTA gab es auch für die Xbox, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr sicher. Kein Exklusivtitel, glaube ich. Also alle Spiele, die es da auch gab, gab es auch für die Xbox tatsächlich. Ich war nicht so ein Fan von der PlayStation 2, muss ich sagen. Adventure Games auf. Und die war teuer. Ich glaube, irgendwie 900 Mark oder so hat die damals gekostet. Der Konsole genießen. Es gab tausende Spiele für das System. Eine Auswahl, die so groß ist wie bei keiner anderen Konsole mehr nach ihr. Es gab unzählige Accessoires wie Mikrofone oder was auch immer das war. Außerdem hatte das Teil einen DVD-Player eingebaut, was zu der Zeit eh der heißeste Scheiß aller Zeiten war. Die PS2 hat's einfach gerissen und es gab streng genommen keinen Grund, sich eine andere Konsole zu kaufen. Hattest du eine PS2, hattest du quasi alles. So eine Dominanz im Markt hatte nach dieser Okay, Ratchet und Clank war gut. Das Game nimmt mich gerade mit Ratchet und Clank. Das Spiel hat Spaß gemacht. Generation keine andere Konsole mehr. PSP habe ich auch gespielt. Da waren die GTA-Spiele vor allem unfassbar gut von PSP. Gerade das Vice City hat mich voll abgeholt, Vice City Stories. Kam bis 2014 noch Spiele für die Konsole raus. Das war zu Zeiten, als die PlayStation 4 schon draußen war, also quasi der Nachfolger von dem Nachfolger. Was? Hat mich verrückt, vielleicht bin ich auch von Nostalgie geblendet, aber ich fand jede große Konsole dieser Generation auf seine Art und Weise cool. Sorry Kumpel, dich meine ich nicht. Auch wenn die Verkaufszahlen eine sehr deutliche Sprache sprechen hätte, finde ich, jede Konsole hier verdient einen großen Erfolg zu feiern. Alle hatten einfach ihren eigenen Charme. Alle waren für sich einzigartig und haben. Ich kenne die alte Dreamcast, kannte ich noch zur 64-Zeit. So. Das muss schon neuere sein. Ihren eigenen. Weil die hatte damals sogar schon einen Bildschirm hier drauf. Das war ich auch schon stark, die Idee. Charakter ausgestrahlt. Eine Sache, die mit der Zeit eventuell ein wenig verloren gegangen ist. Der Gewinner für mich persönlich ist auf jeden Fall der GameCube. Bin ich voll bei dir. Der ist super gewesen. Einer Konsole mit Pokémon XD kann ich schließlich nichts abschlagen. Ja, danke schön, Ulti. Kann auch gar nicht sagen. Also klar, meine Lieblingskonsolengeneration so. Müsste dann die fünfte gewesen sein. Das war wohl meine Generation, weil ich einfach halt so Fan bin von dem, wie ich aufgewachsen bin. Bei mir war es halt nur mal die PlayStation 1, die 64. Da gab es auch eine Sega, die hat mich nicht interessiert und so weiter. Und andere Dreamcasts, glaube ich, gab es.
Ach, die Dreamcast, hieß doch die von Sega, gell? Genau, Dreamcast, ja. Und die ganzen mochte ich nicht, aber die 64 vor allem hat mich übel abgeholt. Und PlayStation 1 war auch in vielen Punkten echt geil und so. Klar, GameCube und Xbox und PlayStation 2 war auch brutal. Dann bin ich auf die 360 umgestiegen von Xbox, weil ich war ja von der Generation von der Xbox so überzeugt gewesen. Hab dann trotzdem mir im Nachhinein die PlayStation 3 geholt. Und die Wii, genau, die Wii war das dann, gell? Genau, die habe ich halt bei einer Freundin da und gezockt, bei meiner ersten Freundin, die ich hatte. Die hat eine Wii gehabt, dann konnte ich da eben die ganzen Smash Brawl, glaube ich, hier war das doch, gell, nachholen und so. Und dann Xbox One hatte ich und die 4. Dann die Wii U habe ich ausgelassen. War echt eine Scheißkonsole. Und jetzt mittlerweile bin ich der Meinung, dass die Switch vor allem wieder eine brutal gute Konsole ist. PlayStation 5 ist halt PlayStation. Meine Fresse, das ist doch so egal geworden. Und auch die Xbox, wie heißt die neueste? One, eine Series X und so ein Zeug. Ja, ist halt alles immer nur Konsole. Ist halt irgendwie, der Konsolenmarkt ist irgendwie so unspektakulär, unpersönlich und langweilig geworden. So. Und das heißt, neue Konsolen kommen raus, bin ich so, ja, juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Ist mir alles egal. So, wirklich, ja. Series X und Series S, ja, juckt mich alles nicht. So, das ist wirklich, ich hab die nicht einmal. Und ich habe auch keine PlayStation 5, habe ich auch nicht. So, und mir brennt es gar nicht unter den Fingernägeln. Switch war ich schon so, doch, die hole ich mir mal. Hab ich Bock drauf, warum denn nicht? Aber sonst so, alles andere war ich so, ja, irgendwie, ich bräuchte mal wieder, was ich halt bräuchte, wäre dieses alte Feeling. So, du kriegst eine Konsole, du kriegst ein Spiel, du legst es ein, du spielst. Und ich will nicht, eine Konsole geht an und dann erstmal erstellen sie ein blödes Profil. Verbinden sie sich mit dem Online-Server. Laden sie das und das runter. Riesen, dann, das nervt mich alles so. Ich will doch einfach nur zocken, meine Fresse. Game rein, Konsole an, zocken. Naja. Leute, hab's an, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön an Ulti fürs süße Video.